Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Und wir reden heute zusammen über den neuen Teil der Alien-Reihe, nämlich Alien Romulus. Und wie ich den fand, verrate ich euch natürlich nach dem Trailer. You sure you want to do this? There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. Welcome to the Romulus Space Station. This place gives me the creeps. What the hell is this? I don't know. What the fuck was that? Young? Stop playing around, man. Just get up. I'm not playing around. There's something in the water. What do you mean there's something in the water? I don't know. There's just something in the fucking water. Run. Are you all right? Whatever comes, we'll face it together. Let's go. In Alien Romulus geht es um eine Gruppe von, sagt man Abenteurer, naja, eher Dieben. Die wollen nämlich durchs All, um möglichst viel Geld zu scheffeln, um wertvolle Sachen irgendwo zu stehlen und halten dann irgendwann auf der Romulus. Das ist eine Station bzw. ein Raumschiff, was im All schwebt. Und als sie dort irgendwann ankommen, müssen sie sehr schnell, während sie dieses Schiff durchsuchen, feststellen, da sind noch ganz andere Lebensformen, die nach ihrem Leben trachten. Und das ist im Grunde die Geschichte in Alien Romulus, der neue Film von Fede Alvarez, der Regisseur von Evil Dead und Don't Breathe und auch sein erster Alien-Teil. Nachdem ja die letzten zwei Alien-Filme von Ridley Scott quasi zerstört worden, dachte man sich, okay, wir setzen mal jemand anderes dran. Und eigentlich sollte Alien Romulus nur VOD Original sein und erst auf Disney Plus erscheinen. Doch dann dachte man sich, oh, der Film ist gut genug, den können wir auch ins Kino bringen. Und ich habe ihn jetzt in der Pressevorführung gesehen, genau genommen vorgestern am Montagabend um 19 Uhr. Und ich kann sagen, dass Alien Romulus für mich zu einem der größten Enttäuschungen des Jahres gehört. Und das hat viele unterschiedliche Gründe. Fangen wir mit Grund 1 an, das sind nämlich die Charaktere. Hier wird sich einfach an dem bedient, was Fede Alvarez ja schon in Don't Breathe gemacht hat. Man hat einfach alle Charaktere nochmal genommen und nochmal reingesetzt. Nur diesmal auf eine Space Station, um dort dann quasi das Alien nach denen jagen zu lassen. Im Grunde ist dann das Alien Scott Lang aus
aus Don't Breathe, wenn man es so haben möchte. Im Grunde ist es nämlich genau der gleiche Film. Mhm. Charaktere bekommen hier nichts erzählt. Die bleiben einfach so, wie sie am Anfang schon irgendwie gezeichnet werden. Die eine ist schwanger, sie bleibt die Schwangere. Mehr wird nicht über sie erzählt. Der eine ist ihr Freund, mehr wird über den nicht erzählt. Unsere Protagonistin ist quasi Ellen Ripley in der Temu-Version. Und dann haben wir noch einen schwarzen Androiden, der problematischerweise keinen eigenen Gedanken haben darf, denn der wird nur korrumpiert von einer KI, die in seinem Kopf steckt, was irgendwo ein bisschen problematisch ist, wenn man sich das mal so zergehen lässt. Und so kriegen Charaktere nie irgendwas zu tun. Und diesen Kniff, den sie versuchen, geschichtlich zu erzählen mit Teil 1, funktioniert auch überhaupt nicht, weil den Charakter, den sie sich aus Teil 1 reinholen, sieht in der CGI-Version, in der sie ihn haben, echt grässlich aus. Und man dachte, man hat aus The Flash gelernt. Nein, haben sie am Ende dann doch nicht. Denn das sieht grässlich aus, was sie mit diesem einen Charakter gemacht haben und wie sie den zurückgeholt haben. Ganz, ganz schrecklich. Wie gesagt, der ganze Kniff, den sie dann am Ende drin haben, den sie genommen haben, um den mit dem Original zu verbinden, funktioniert nicht, wirkt wie Hanebüchen und dazu gedichtet, und das wirkt nicht organisch. Und genau so läuft der Film halt dann auch irgendwann weiter. Du hast leider keinerlei Bezug zu den Charakteren, weil die alle blöd sind und Handlungen und beziehungsweise Sachen machen, die du als echter Mensch niemals tun würdest. Das ist absolut hirnrissig und idiotisch. Gerade in einem Moment, in dem unsere Protagonistin umdreht, um nochmal zurückzugehen, mehr verrate ich nicht. Ab dem Moment zerfällt der Film komplett in alle seine Einzelteile. Gerade weil man sich dann auch in der zweiten Hälfte des Filmes dazu entscheidet, so blöde Ideen in den Film einzubauen und zu erwarten, dass wir Zuschauer das schlucken, das ist echt nicht feierlich. Ich habe solch ein grässliches, ein hirnrissiges Finale lange, lange nicht mehr gesehen. Und wir kriegen einen Charakter bzw. ein Monster-Design präsentiert. Da will ich nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, dass in der Kölner Presseverführung der ein oder andere in Lachen ausgebrochen ist, weil das dann doch sehr grässlich und furchtbar witzig aussah irgendwie. Ich weiß nicht, es war ganz schlimm, aber was der Film auf jeden Fall hat, wo man sagen muss, okay, ist gut, ist das Produktionsdesign. Das sieht alles haptisch aus, das ist alles gebaut, die Aliens, die Facehugger, das ist alles Animatronic. Und du siehst es, und das finde ich ganz toll, dass sie da wieder auf alte Sachen gesetzt haben. Die Atmosphäre kommt einigermaßen rüber wegen dem Set-Design, das funktioniert auch. Aber wenn der eigentliche Motor, die Geschichte, die Charaktere und die Auflösung bzw. der gesamte dritte Akt überhaupt nicht funktioniert, dann schafft es auch nicht, das Set-Design diesen Film ein bisschen zu retten. Und für mich ist das tatsächlich eines der größten Enttäuschungen, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ich kam da wirklich stocksauer aus dem Film raus und dachte, das ist nicht deren Ernst, was die uns hier jetzt als Zuschauer vorsetzen. Aber am Ende ist es das leider doch gewesen. Und ich musste an den Note denken, den Ridley Scott ja an Fede Alvarez geschickt hat, wo unter anderem drauf stand, don't fuck up. Und nun ja, er hat abgefuckt und ordentlich. Und für mich ist Alien Romulus sogar schlechter als Covenant. Aber besser als Alien und Aliens vs. Predator. So, aber das ist auch nicht gut, sagen wir es mal so. Alien Romulus bekommt von mir absolut Enttäuschte, und ich weiß, ich darf mich schon auf dem Shitstorm auf YouTube freuen. 3 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Alien Romulus schon gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.